wenn wir schon von der Jury reden, die würden wir euch jetzt gerne vorstellen. Ganz genau. Also wir haben hier eine dreiköpfige Jury, drei verschiedene tolle Persönlichkeiten. Wir beginnen gleich mal mit der Apollonia Witzern. Vielleicht kurz ein Handzeichen von dir, dass man sieht, hier in der ersten Reihe sitzt sie. Sie ist Fotografin hier in Wien, aber auch in Berlin und hat dementsprechend durch das richtige Know-how, wenn es ums Fotografieren geht. Ich glaube, spezialisiert ist sie vor allem auf die Analogfotografie mit intimer und emotionaler Atmosphäre. Und auf die Weise freuen wir uns natürlich, weil sie gerade auf diese Szenenbilder ganz gut achten kann. Wirklich schön, dass du da bist. Servus, wir freuen uns, dich begrüßen zu dürfen. Ja. Ich darf euch als nächstes hier zu der Rechten von Apollonia, von mir aus gesehen die Rechte, den Axel Dietrich vorstellen. Seine filmische Karriere im Bereich Film macht ihn zu einem erfahrenen Filmregisseur und auch Produzenten. Er ist zudem eine einflussreiche Person im Bereich Virtual Reality, also virtuelle Realität in Österreich, mit seiner eigenen Medienagentur Frisch. Sein Know-how also im Film und in der Werbebranche macht ihn zu einem perfekten Match für unsere Jury. Herzlich willkommen, Axel, schön, dass du da bist. Und als letztes Jurymitglied freuen wir uns besonders, Cornelius Koch vorzustellen. Er sitzt auch hier vorne in der ersten Reihe. Er ist tatsächlich in Berlin tätig als Designer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo er beim Sender RBB tätig ist. Ist tatsächlich auch ein preisgekrönter Filmemacher. Das heißt, allein das macht ihn schon ein großartiges Jurymitglied. Aber noch dazu ist er einer der Brickboard-Gründer. Das ist die deutschsprachige Brickfilm-Community im Internet, die er mitgegründet hat und dementsprechend ist er auch ein jahrelanger Brickfilm-Experte und dementsprechend bringt er auch das richtige Wissen mit, um die Filme heute zu bewerten. Schön, dass du den Weg aus Berlin hierher geschafft hast, Cornelius. Ja, und warum haben wir eine Jury? Unsere tollen Teilnehmerfilme haben natürlich heute die Chance, mit einem Gewinn nach Hause zu gehen. Wir haben hier traditionell, wie es sich zur Steinerei gehört, einen Ziegelstein für den Platz Nummer 1 der jeweiligen Kategorie und natürlich tolle Sachpreise, die uns freundlicherweise von der Firma Lego offiziell zur Verfügung gestellt worden sind. Wir haben heute mehrere Kategorien, in denen wir Preise vergeben. Zuerst wäre da der Preis der Newcomer, also für jemanden oder eine Persönlichkeit, die das erste oder zweite Mal an der Steinerei teilnimmt. Dann gibt es den Preis des Doppelwesens, wo wir diese schöne Statue mit zwei Köpfen hier oben haben. Das ist ein kleiner Stilmittel. Wir haben das bei der Steinerei schon seit einigen Jahren, dass immer ein Motiv in den Filmen vorkommen kann, um sich für so einen Sonderpreis zu qualifizieren. Und man kann sich dadurch auch die maximale Filmlänge ein bisschen verlängern, von 5 auf 6 Minuten zum Beispiel. Ja, aber die Hauptkategorien, für die es unsere tollen Ziegelsteine hier gibt heute, wären beste Story, beste Kamera, beste Kulissen, beste Stop-Motion-Animation und der beste Einsatz von Musik. Und dann haben wir hier oben den Film des Festivals, ein goldener Stein. Der ist richtig demokratisch, passt zur EU-Wahl morgen. Der besteht aus dem Voting der Jury, dem Voting aus der Community, aber nicht nur, sondern auch. Und natürlich von euch, werten Publikum. Es sollte jeder beim Eingang so einen Abstimmzettel bekommen haben. Den bitte einfach nach den 13 Filmen ausfüllen. Bitte unbedingt nur einen Film ankreuzen, damit es gültig ist, und einfach den Film ankreuzen, der euch heute am besten gefallen hat, und dann natürlich bei uns abgeben. Also wir haben dann auf jeden Fall 5 Minuten oder so dafür reserviert. Ihr müsst euch nicht sofort entscheiden. Ihr könnt auch nochmal in Ruhe ins Programmheft blicken, was ihr aufbekommen habt, wo man sich nochmal die Filme ansehen kann und dann eine gute Wahl zu treffen. Also bitte dann einfach bei unseren Kollegen und Kolleginnen abgeben, die Stimmzettel, sobald wir das sagen. Genau, und damit werden wir diesen Film des Festivals heute bestimmen. Dann solltet ihr natürlich auch alle solche Lose bekommen haben. Wir werden im Anschluss an dieses Voting unter euch, also kann jeder von euch etwas gewinnen, werden wir Preise verlosen. Das heißt, unbedingt die Lose auch gut beieinander behalten. Und im Anschluss daran natürlich das Highlight des Tages, die Preisverleihung. Wie gesagt, wir werden diese Ziele unter den Filmern und Filmerinnen dann natürlich verteilen. So viel dazu. Dann vielleicht, manche haben es schon gesehen, im Anschluss an das Festival, könntet ihr nochmal Merchandise vielleicht kaufen. Das sagen wir jetzt an dieser Stelle, da das natürlich ein Non-Profit-Festival ist. Wir müssen das finanzieren über Sponsoren sowie Merchandise-Verkauf. Also vielleicht eine Steinereifigur für ein paar Euro mitnehmen. Wird uns natürlich freuen und wenn euch das Festival gefällt, ist es eine tolle Art, um es zu unterstützen.
So viel noch dazu. Wir haben natürlich auch großartige Sponsoren. Man hat jetzt auch schon zwei Clips gesehen. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal herzlich bei den Sponsoren bedanken. Das ist das Ahnenblatt, das ist Alpine Bricks, wir haben BTS Brickshop, Brick Merch, sowie D-Punkt Verlag und eben Flixbricks und den Steindrucker. Also die machen überhaupt diese Veranstaltung erst möglich, sowie den freien Eintritt für euch. Das heißt an dieser Stelle großes Dankeschön an diese Leute, sowie natürlich an unsere Helfer und Unterstützerinnen. Und jetzt würde ich sagen, wir kommen einfach zum weiteren Ablauf. Ich hatte es gerade schon mal kurz zusammengefasst. Wir werden uns jetzt die Top 13, die verbundene 13, wie wir sie gerne nennen, ansehen. Und im Anschluss daran gibt es immer einen Jury-Kommentar von unserer dreiköpfigen Jury. Und dann nach diesen 13 Filmen folgt das Voting, die Verlosung unter dem Publikum, sowie natürlich auch der Zusammenschnitt von den Filmen, die es leider nicht in die Top geschafft haben. Und dann natürlich Highlight, die Preisverleihung. So viel zum weiteren Ablauf. Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem ersten Film. Das heißt, wenn wir jetzt hier eins weiterklicken, dann sehen wir auch die Filmliste. Genau, wenn man hier sieht, der erste Film lautet Das Lampe-Kollektiv von Brickstorming aus Braunschweig. Das ist tatsächlich eine Serie. Also diese Lampe-Serie, die gibt es seit 2018. Damals war das Thema für die Steinerei einfach heldenhaft. Und dementsprechend geht es auch hier um eine Superhelden-Parodie. Da muss man sagen, in dieser Folge von Lampe, Lampe selbst steht ja für lustige Action mit perfekten Effekten. Werden wir sehen, ob das auch so ist. Und in dieser Folge geht es darum, dass wir ein radioaktives Mädchen haben, was unbedingt eine Umarmung möchte. Wie sowas ausschaut, sehen wir uns jetzt an. Deswegen würde ich sagen, Film ab. Das war schon unser erster Film. Ich würde gerne die Jury nach vorne bitten für ihr Kommentar, vielleicht zugleich. Axel, fang du mal an, wie hat dir der Film gefallen? Ja, großartig. Also offensichtlich gibt es einige Referenzen, die ich leider nicht verstehe, aber den Humor konnte ich trotzdem sehr genießen. Ja. Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist die Dynamik des ganzen Films. Also das heißt wirklich der Schnitt, die Aktionen, wie die wirklich eine nach der anderen ineinander greifen. Gut gestützt von der Musik und von den Effekten. Also eine wirklich sehr, sehr runde Geschichte. Ich habe es sehr, mir hat sehr gefallen. Ja, ich finde auch, der Film punktet vor allem mit seinem Humor und ich finde, es ist auch einer der diversesten Filme von dem heutigen Abend, was die Characters betrifft. Ich finde auch, er zeigt von zeitgenössischem, auch feministischem Humor, also Empower Woman zum Beispiel oder die plötzlich Da-Frau. Genau, und ich mag an diesem Film auch den Dada-Moment, also oder die Dada-Dynamik, dass es irgendwie nicht zu einem logischen Handlungsstrang folgen muss, sondern irgendwie hier und da einfach abbiegt. Beginnen tut es mit der Szene an der Geige und auf einmal kommt irgendwie alles ganz anders. Genau. Mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Ich habe besonders ja, diesen pointierten Schlagabtausch der Dialoge, den fand ich ziemlich gelungen. Und es fühlte sich total an, als wäre das jetzt richtiges Gespräch der Figuren. Das ist, finde ich, gar nicht unbedingt immer so einfach, das so zu inszenieren. Und die Geschichte hat mir auch gefallen, also diese Idee mit der Frau, die so sehr strahlt, dass sie keinen in die Nähe lassen kann. Das erinnert einen total an die Corona-Zeit. Und also ich finde, es passt sehr gut zu dem Festival-Thema. Und also die Animationen waren auch, die haben mich auch total überzeugt. Die Effekte waren tatsächlich ziemlich perfekt. Ich hätte am Ende, also manchmal ist mir aufgefallen, dass die Kamera, die ist relativ nah und dadurch, und sie bewegt sich auch teilweise und manchmal habe ich beim Zuschauen die Übersicht ein bisschen verloren über was passiert jetzt gerade und da wäre es wahrscheinlich hilfreich gewesen, wenn man die Kamera dann entweder nicht bewegt, wenn besonders viel Aktion gerade ist oder sie bewegt, wenn eben die Darsteller still sind. Aber der Film an sich hat mir sehr gut gefallen. Ja, danke vielmals für eure tollen Worte. Wir bringen Ihre Freude zum nächsten Film. Der nächste Film, Peking Ente 24 von der Vetternwirtschaft. Die Vetternwirtschaft, das sind zwei Vetter oder eben Cousins aus Hamburg, also auch eine weite Anreise. Und sie waren schon 2016 das erste Mal bei der Steinerei dabei und sind seitdem immer wieder auch mit einem Filmchen vertreten. Und sie sind auch relativ bekannt dafür, immer relativ große und bunte Sets zu bauen. So auch in diesem Film, wie wir es gleich sehen werden.
Denn das Generationenraumschiff, der LL Unicorn, hat einiges zu entdecken für euch. Ob es das Raumschiff jetzt schaffen wird, sein Ziel, den großen Attraktor zu erreichen, das sehen wir jetzt. Film ab! So, jetzt. Ja, darf ich bitte wieder die Julie auf die Bühne bitten und vielleicht beginnen wir diesmal gleich mit Apollonia, dass nicht immer dieselbe Person beginnt. Ja. Genau. Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich außerdem als alter Trekkie musste natürlich auch sehr zusätzlich an Science-Fiction-Filme der 80er denken, diese Kamerafahrt mit den Modellbauten und so weiter. Auch Momente, die sich Zeit lassen, sprechen mich immer sehr an, wo man irgendwie ein bisschen zuschauen kann und so eine gewisse Ruhe reinkommt. Genau. Und ich, besonders auch die Kamerafahrt mit den unterschiedlichen Zimmern, die man so ein bisschen durchwandert, finde ich ein sehr gut gelungenes Stilmittel, um so ein bisschen das Innenleben vom Raumschiff zu beschreiben. Genau. Und außerdem mochte ich auch sehr gerne, dass die Unterhaltung oder das Sprechen über die Bewegung der Frisuren stattgefunden hat. Also das finde ich auch sehr smart, das so zu lösen. Genau. Ja. Okay, was ist mir noch aufgefallen? Also mich hat es sehr, es war ein richtiger Flashback zu Spaceballs. Fantastisch, ja, ich muss das sofort wieder schauen. Das hat es auf jeden Fall bewirkt, der Film. Was mir noch aufgefallen ist, also ich fand die Kameraarbeit sehr, sehr sauber, also wirklich sehr, sehr klare Bilder. Das Spiel mit der Tiefenschärfe fand ich sehr, wie es bei großen Hollywood-Filmen auch gemacht ist, also genau das richtige Maß. Das Spiel mit Symmetrien, wirklich sehr schön. Also man sieht einfach, da hat jemand mit einem sehr, sehr guten Auge die Kamera geführt. Und ja, das Ende war ein bisschen abrupt für mich, aber ich konnte es sehr genießen trotzdem. Also ich habe den Film auch total gerne gesehen. Die Animation, die Kombination aus Mimik und Gestik, dass die Gestik mit den Haaren gemacht wird, beziehungsweise die Mimik wird mit den Haaren gemacht, weil das ist ja immer das große Problem, wie man mit Lego-Figuren überhaupt Dialoge inszeniert, animiert. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Techniken. Wir werden heute ganz unterschiedliche Arten sehen, wie das umgesetzt wurde. Und ich finde, das mit den Haaren zu machen, ist eine sehr clevere Art, weil es irgendwie so, es sieht nicht realistisch aus, aber es funktioniert einfach. Und das ist das Fantastische daran. Ich bin selber großer Classic Space Fan, deswegen feiere ich das sowieso mit den Kulissen in diesem Film. Ich habe mich gefragt, ob der Professor Nakamoto denn eigentlich auch bei der Peking-Ente dann am Ende auch was essen möchte. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich fand es so ein bisschen schade, dass der Film so viele Figuren einführt, die alle irgendwie witzig sind, aber dann immer so weiterhüpft und keine geradlinige Geschichte erzählt. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten super Film. Danke dafür. Dann kommen wir jetzt vom China-Restaurant wieder ein bisschen mehr in die vegane Küche. Der nächste Film lautet Küchenkabarett von Becario. Ist tatsächlich ein bisschen ein Heimspiel. Becario ist aus Wien, das heißt vielleicht auch heute anwesend, glaube ich. Und was er uns heute aufgetischt hat, ist eine vegane Kochshow, bei der Tiere aber dennoch eine Rolle spielen. Wie das aussieht, werden wir jetzt sehen. Kümmern. Ja, das war das Küchenkabarett. Wir bitten die Jury wieder auf die Bühne. Diesmal fangen wir bei Cornelius an. Ja, das Küchenkabarett, also interessante Idee, das einfach mal umzudrehen, dass die Tiere das Testpublikum sind und dass man nicht Tiere ist. Das ist witzig, dass ich jetzt hier vorne stehe und diesen Film bewerte, weil ich selber auch mal mit Nicht gedreht damals eine Kochshow als Brickfilm gemacht habe. Hat mich natürlich irgendwie daran erinnert. Was ich irgendwie interessant fand, weil es mich an so amerikanische, schlecht gedubbte amerikanische Werbesendungen erinnert, dass es eben nochmal einen Sprecher gab, der darüber getextet hat. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder nicht, auf jeden Fall hat es mir irgendwie gefallen. Es hat die Sache abgerundet. Ja, also ich muss sagen, ganz mein Humor. Sehr klar.
ich auch sehr lustig fand, war diese Synchronübersetzung, die manchmal ein bisschen nachher gekommen ist, dann manchmal ein bisschen vorher, dazwischen hat sich kurz abgedeckt. Also das war hat einen ein bisschen schwindlig gemacht, aber auf eine gute Art und Weise. Ja, die Kommentare von den Tieren fand ich auch sehr witzig. Weil insgesamt muss ich sagen, der Film hat mir deswegen sehr gut gefallen, weil er zeigt, dass man mit sehr wenig auch sehr viel erreichen kann. Und wenn man es richtig macht. Ja, ich fand auch den Einsatz eben vom Ton sehr spannend. Also es beginnt ja auch mit diesem Flötenanfang. Ich finde, der Film macht viele Anspielungen auf Dinge, die man kennt, die einem irgendwie deswegen, wie du schon sagst, eigentlich mit sehr simplen Dingen eine viel größere Welt aufmachen, weil es einfach schon quasi Vorwissen gibt oder man Sachen miteinander assoziiert. Ich mag auch die Idee mit diesen super kleinteiligen Elementen, die Lego eigentlich hat, da eine endlose Kochliste mit den absurdesten Sachen, was sich ja dann im Plot-Twist ein bisschen auflöst, dass es eben Tiere essen sollen, weil man sich auch schon wundert. Ich finde auch, eben er sozusagen borgt sich sehr viele Stilelemente aus und hat ja auch von SpongeBob hier offenbar geklaut, was ja eben diese 346 Minuten, wie es im Backrohr sein muss, und also wirklich sehr skurril. Und nochmal. Ja. Abgerundeter Film. Ja. Passt. Perfekt. Danke für die Kommentare. Wir kommen weiter zu Film Nummer 4. Brennende Leidenschaft von Knauser und Oschi Film. Eine Co-Produktion von Vater und Sohn, zwei Filmstudios aus Leverkusen. Knauser war auch letztes Jahr der Veranstalter der Steinerei. Da war das Thema wahre Größe. Und wie es so ist als Steinerei-Veranstalter, man darf selbst keinen eigenen Film natürlich beisteuern, da hat er noch eine Rechnung offen, das sehen wir jetzt in dem Film, wie er das Thema vom letzten Jahr mit Verbundenheit dieses Jahr verbindet. Film ab! Der Abspann ist natürlich auch wichtig. Das, ich bleib selbst auch im Kino da sitzen. So, bitte, genau, Axel, trittst du doch wieder. Liebe ist ein kompliziertes Thema, das zeigt auch dieser Film. Mir fehlt natürlich ein bisschen Kontext jetzt, um wen es da hier geht. Ich kann jetzt nur ahnen, dass es um Geschwister eventuell geht, die sich um... Egal, jedenfalls. Ich fand es, mich hat es persönlich sehr beeindruckt, wie man diese skurrile Situation mit Bausteinen rüberbringen kann. Und was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, dass ja diese Lego-Bausteine, die ja per Design sehr rechtwinkelig sind und diese 90 Grad oder perfekte Winkel einfach immer haben sollten. In diesem Film haben sie es immer so ein bisschen nicht gehabt. Und das hat wahnsinnig unterstützt, diese eerie, wie heißt das auf Deutsch? Dieses seltsame Gefühl, der sich eigentlich durch den ganzen Film zieht. Mit einem lustigen Ende, aber ja, ich muss sagen, sehr, sehr schön umgesetzt und sehr stimmig alles. Mit in der Unstimmigkeit. Ich habe den Film auch ziemlich gefeiert, also diese unheimliche Atmosphäre, dass die Minifigur auch wirklich eine Minifigur ist, das ist ja normalerweise eben die Normalgröße, also dass es da unterschiedliche Skalierungen gibt, das finde ich total interessant. Ich fand die Geschichte einfach insgesamt total packend irgendwie. Mir hat auch dieses mechanische Herz total gefallen, was man zwischendurch sieht. Also ich mag diese ganze Atmosphäre total gerne. Ich weiß nicht, also da bin ich nicht so drin. Weiß ich nicht, ob diese großen Figuren, ob das eigene Kreationen sind oder ob die so von Lego verkauft werden. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber davon abgesehen, also funktioniert das für mich richtig gut. Ich finde aber, wenn man so einen dann doch unheimlichen Film macht, dann könnte man noch mehr mit der Beleuchtung spielen. Also da könnte man noch, das ist nämlich alles, das nennt man High-Key, also alles immer komplett ausgeleuchtet. Und das hätte der Message des Films noch ein bisschen mehr Unterstützung geleistet, wenn man eher so, ja, nicht immer alles ausleuchtet, dass der Raum auch mal schattig ist, dass man nicht einfach die Lampe rauffällt, nämlich dass es eben auch Licht und Schatten gibt. Das habe ich so ein bisschen vermisst, aber ansonsten hat mir der Film sehr gut gefallen. Ja, ich fand auch sehr spannend, dass quasi Elemente aus der wirklichen Welt in die Kulisse Eintritt gefunden haben, dass auch ein Poster, eine Briefmarke eigentlich
ist. Also das ist, es hat sehr mit Größenverhältnissen eigentlich gespielt, das sozusagen der Brickwelt und unserer Welt. Ich würde total widersprechen, dass es bei dem Film um Liebe geht, sondern ich glaube eben, es geht um Macht und gerade ist es ja auch ein sehr zeitgenössisches Thema, auch im Zuge von MeToo und so weiter, finde ich eigentlich, dass das so ein bisschen aufgegriffen wird, wie das mal ist, wenn eigentlich die zwei weiblich gelesenen Characters irgendwie mächtiger sind und größer und irgendwie sich irgendwas einfach schnappen sozusagen, einen Menschen oder eine Lego-Figur eben. Das fand ich total spannend. Genau, und ja. Ja, super. Danke dafür. Dann kommen wir jetzt zu Film Nummer 5, der lautet Double Feature 1, mein Rat und ich, 2 an sich. Das ist vielleicht ein etwas langer oder vielleicht verwirrender Titel. Dahinter verbirgt sich, wie ganz am Anfang steht, ein Double Feature. Das ist ein Film, der eigentlich aus 2 Filmen besteht. Das heißt, wir haben hier 2 Filme, die miteinander vielleicht nicht so viel zu tun haben, aber in jedem der Filme steckt sehr viel Arbeit und vor allem viel Mühe drin. Das ist nämlich der Film von Viel Mühe Productions. Und der erste Film beschäftigt sich mit einer Person und der Liebe zum Rad, während der zweite Film mehr oder weniger eine Literaturverfilmung oder die Verfilmung eines Gedichts ist, wofür Viel Mühe auch bekannt sind. Also, wir freuen uns darauf und ich sage Film ab. Das war unser Double-Feature. Bitte, ich spiele wieder für ein paar Wörter. Die Apollonia fängt es mir bitte gerne an. Oje, trifft es mich als erstes. Weil nämlich der erste Film, für mich ein Musikvideo, ja, genau, Don't Drink and Drive. Und der zweite Film, ich finde da nicht ganz cool, dass da so eine Szene etabliert ist, wo sie hinten so schwarz ist und irgendwie, dass man trotzdem das Gefühl hat, das findet irgendwo so statt. Wo sie ist, ist irgendwie egal. Irgendwie da ist diese Plattform und auf der findet irgendwie diese außerkörperliche Situation statt. Es ist irgendwie so ein bisschen unheimlich auch und auch in Kombination mit diesem Gedicht. Ja, mit dem konnte ich, mit dem zweiten Teil konnte ich ein bisschen mehr anfangen. Genau. Ja, Double Feature, zwei Filme, die irgendwie, zwei Filme, die miteinander nicht so richtig viel zu tun haben, aber man merkt trotzdem, dass es die Handschrift von einer Person ist. Fand ihn, also mir hat der erste Film besser gefallen und ich finde auch das klasse, dass ja, das muss man auch einfach würdigen, dass ein Song komponiert wurde für diesen Film, dass, und diese Situation, in der sich da der Protagonist befindet, zu der konnte ich auf jeden Fall sehr gut relaten. Was mir aufgefallen ist, dass die Animation, also für mich ist sie irgendwie ein bisschen zu langsam. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass die, es ist so behäbig irgendwie, es könnte manchmal so ein bisschen schneller ablaufen. Dadurch würde der Fluss, der, also dadurch könnte man nochmal bestimmte Akzente mehr unterstreichen. Und vielleicht die Framerate manchmal von 12 auf 24 stellen, das würde dann der Sache schon ein bisschen mehr Knackigkeit verleihen. Also ich ergänze zu den Sachen, die ihr beide gesagt habt. Also mir hat im ersten Film noch sehr gut gefallen, dass auch wenn die Animation vielleicht noch ein bisschen ein Detail vom Hauptcharakter noch ein bisschen mehr haben könnte. Wobei, nein, ich sehe es eigentlich nicht so. Entschuldigung. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Das erste ist, in jeder Szene gibt es im Hintergrund auch Sachen, die passieren. Ne? Es gibt immer dieses Paar, das miteinander spricht, oder der Barkeeper wäscht irgendwas ab und der steht nicht irgendwo in der Ecke und ist dann im Hintergrund, sondern nein, das ist alles eine lebendige Szene und das fand ich sehr schön. Auch, mir ist auch aufgefallen, wenn er dann zahlt, auch, also 50 Euro für ein Bier ist ganz schön viel, aber was sie cool gemacht haben, war, das ist nicht nur, er greift hin zur Tasche und dann ist der Schein da, sondern da gibt es auch eine Hosentasche und solche kleinen Details haben mir dann wieder sehr geholfen, dass ich da wirklich drinnen war in dem Film, dass das ganze Leben bekommen hat. Und auch den zweiten Film fand ich sehr schön, das wird natürlich von einem Gedicht getragen, das sehr, sehr stark ist. Für mich war das die Szenerie eine Theaterbühne und das hat für mich in der Form funktioniert und hat nicht mehr Hintergrund gebraucht. Also, ja, sehr schön.
Ja, danke für die schönen Worte. Wir kommen zu Film Nummer 6, wieder eine Co-Produktion, diesmal von Altland Studios aus Hamburg und Handshake aus Darmstadt. Die zwei nutzen als Co-Produktion hier die Steinerei als Bühne, um ihre neue Serie, die Eckcafé-Clique, zu starten. Folge 1, Mädchenschwarm wider Willen, handelt in ihrem Friends-like-Sitcom-Style von fünf Freunden, die sich über ihren Teenager-Alltag unterhalten. Film ab! Dann natürlich die Jury wieder. Cornelius, du darfst beginnen. Ja, vielen Dank für diesen schönen Film. Also, mir hat das Sitcom-Feeling ziemlich gut gefallen und ich finde, das hat der Film auch sehr gut einfangen können. Wenn man auch in den Dialogen, dass die, mit der Kameraarbeit, mit diesen Hin- und Her-Gepenne, das fand ich irgendwie ziemlich, also für dieses Medium total angemessen. Und also das Voice-Acting, diese kleine Geschichte, die sich da ausgedacht wurde, so insgesamt einfach eine total runde Sache. Ja, der Film hat wieder über die Frisuren kommuniziert. Genau, ich fand auch dieses eigentlich Stilmittel, was ja so aus dem Comic kommt, dass man so rausfährt und eigentlich so wie gezeichnete Momente hat, um den Ort zu wechseln. Das fand ich auch sehr gut gemacht. Ich habe ansonsten an dem Film eine gewisse Kritik anzubringen, auf jeden Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Motivation ist, so eine Geschichte zu erzählen. Irgendwie, es wird Kontakt von einem Mädchen aufgebaut und er will ja eigentlich klar sagen, dass er nicht interessiert ist. Und es wird ihm aber irgendwie ausgeredet. Auch in der Freundesgruppe habe ich das Gefühl, kommt halt so eine Quotenfrau vor, die da irgendwie noch mitspielt, die für gewisse Infos so herhalten darf, also von der Storyline. Nina zahlt nicht zum Beispiel, ich finde, er bedient ziemlich viele Klischees, die ich eher ein bisschen von gestern finde. Genau. Ja, also kurz zum Abschluss, ich glaube, der Film ist die Antwort auf die Frage, ob Sitcom auch als Lego funktionieren kann. Also ja, würde ich sagen, das hat es ziemlich gut getroffen. Ich habe mich sofort zurückversetzt gefühlt in die Zeiten von Friends oder Seinfeld. Auch die Geschichte in dem Sinn, ja, Seinfeld war doch so die erste berühmte große Show, in der es eigentlich nicht um wirklich was ging, aber trotzdem hat man viel Zeit damit gefüllt und man hatte eine Unterhaltung dabei. Ja, das hat gut funktioniert und auch technisch, glaube ich, also wenn es um das Color Grading geht und Kameraeinstellungen und so weiter, alles sehr gut umgesetzt als Sitcom und ja, hat für mich funktioniert. Danke dafür. Danke für den Kommentar. Dann kommen wir jetzt zu Lucky Number 7. Wir sind bei Film Nummer 7, The Music of the Forest von Olli AG aus Linz. Er sitzt hier vorne auch in der ersten Reihe. Und also ein interessanter Fun Fact: Olli nimmt seit 2008 regelmäßig an der Steinerei teil und ist vermutlich auch die Person mit den meisten Steinerei-Teilnahmen, was natürlich auch sehr erwähnenswert ist. Sonst macht Olli auch sehr viele verschiedene Brickfilme, die häufig Musikvideos sind. Und so auch in diesem Film geht es um Musik und deshalb viel Spaß mit The Music of the Forest. Film ab. Ja, das war The Music of the Forest. Bitte die Jury wieder für einen Kommentar. Jetzt darf gerne Axel anfangen, bitte. Entschuldigung. Also für mich ist der Film, mich hat es sehr daran erinnert, an den Moment, wenn man als Kunstschaffender, in welcher Form auch immer, das heißt nicht, dass man sein Leben zu der Kunst dediziert haben muss, aber wenn man als Kunstschaffender diesen Moment erleben darf, in dem man einfach aufsteht, etwas macht, das man für sich selber macht und man weiß noch nicht, ob es dem anderen auch gefallen wird, aber man macht es einfach und man ist dran und man bleibt dran. So wie man gesehen hat, auch das Mädchen in dem Film hat die Augen geschlossen, das ist jetzt nicht, sie macht das nicht für irgendwen anderen, sondern für dich selbst. Und manchmal gibt es dann diesen wundervollen Moment, wo es andere auch mitbekommen, zusammenkommen, dasselbe fühlen oder vielleicht fühlen sie was anderes, aber sie fühlen etwas Schönes und das bringt die Menschen zusammen und ich finde, das hat dieser Film wirklich
wunderschön darstellen können, diesen Erfolgsmoment, den man erleben kann, wenn man Kunst schafft. Ja, ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde, dass er total viel Poesie auch hat. Er ist auch gleichzeitig sehr haptisch. Ich mag das total gern, wie es immer wieder zu dieser Szene kommt, wo so eben unterschiedliche Figuren vorbeigehen. Irgendwie, es wird total viel erzählt, obwohl er komplett ohne Sprache auskommt. Ich finde auch die Musik sehr schön gewählt und klingt ja, als wäre es auch selbst eingespielt. Also auch Kompliment an das Violinenspiel. Genau, und auch dieser Plot-Twist dann, dass dann das eigentlich das Publikum ist, was sich eben die Augen öffnet, finde ich auch total schön und Musik eben verbindet. Ich finde auch das Spiel mit der Tiefenschärfe mochte ich total gern und ich finde es auch schön, dass sich jemand vorstellen konnte, eine Geschichte mit hauptsächlich weiblich gelesenen Lego-Figuren auszudenken. Genau. Mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Ich finde, Olli, du hast einen wirklich richtig süßen Film gemacht. Der lässt das Herz so, also mich hat es voll berührt. Das war der Herz, nicht Schmerz, aber so das Herz schmilzt so vor sich hin. Und ich finde, du hast so es geschafft, so einen versöhnlichen Lego-Film zu machen, was eigentlich sehr, finde ich, ungewöhnlich ist. Also ich kenne nicht viele Filme, die so sind, wo man also so eine tolle Message auch drin findet, egal welches Geschlecht, egal auch ob man Tier ist oder Mensch, das ist eigentlich völlig egal, alles ist egal, wie man aussieht, ist egal, weil das Violinspiel, das führt einen zusammen. Also ich finde, das ist eine total süße Idee und du hast es total gut umgesetzt. Vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank. Wir sind inzwischen schon bei Film Nummer 8, Deutscher Pass von Jetko aus Hildesheim. Jetko ist seit 2018 mit an Bord bei der Steinerei und ist immer dafür bekannt, sehr kreative Themen umzusetzen, so auch dieses Mal. In Deutscher Pass versucht Akif, seinen Pass zu bekommen, aber wie das vielleicht manche kennen, das ist oft relativ schwierig mit Büro, Bürokratie und Papierkram, da werden einem Steine in den Weg gelegt. Ob es dennoch gelingt, das sehen wir jetzt. Film ab! Du magst reden mit deinem Kommentar? Ja. Genau. Wo fange ich an? Also ich finde, dass allein schon der Vorspann eigentlich ein kleiner Movie für sich ist. Also es werden total viele Stilmittel sehr geschickt angewendet. Er spielt mit den unterschiedlichen Größen und ist auch und schafft es auch wirklich Mimik zu erzeugen, um sozusagen mit diesem reinzoomen ins Gesicht und dann um gewisse Bewegungen auch in den Gliedmaßen wird auf größere Figuren zurückgegriffen. Ich finde es auch total lustig, wie man wirklich anfängt, diese Welt so zu sehen. Ich habe mir nämlich kurz auch jetzt beim Schauen mich dabei erwischt und mir gedacht habe, die eine hat ja auch bei dem anderen Film mitgespielt. Ich drauf gekommen bin, ja. Keine wirklichen Schauspielerinnen, genau. Ja. Ich finde es sehr gelungen, auch wie diese kafkaeske Bürokratiesituation aufgebaut wird, wie das erzählt wird, auch wie er natürlich eine gewisse Diversität in die Story reinbringt, aber auch die Characters, finde ich, Dreidimensionalität haben. Es ist nicht irgendwie der gute, perfekte Ausländer, der irgendwie ungerecht keinen Pass kriegt, sondern eigentlich bedrückt er auch die eine da um 100 Positionen und schummelt sich vor, obwohl die offenbar bisschen verrückt ist oder wie auch immer. Genau. Also, ja, und ich finde das Stilmittel auch diese riesige Schere und diese ganzen Sachen. Also, ich finde, der steckt wirklich voller kreativer Ideen und hat sich irgendwie da keine Grenzen gesetzt, was man so verwendet und wie man mit den Größenverhältnissen spielt. Genau. Ja, ich kann mich auch nur verneigen vor diesem Film. Mir hat er ausgesprochen gut gefallen. Und ich habe das auch noch nie gesehen, also kann sein, dass, also mit mir ist das nicht bekannt, mit diesem Ranzoomen und dann kann man die Mimik zeigen und dann kann man auch rauszoomen und dann hat man einfach eine andere Figur, diese Lego-Technik-Figur
und dass das alles trotzdem funktioniert, es ist ja eigentlich ein Illusionsbrecher, aber trotzdem funktioniert das in dem Film total gut. Und das habe ich in der Form einfach vorher noch nie gesehen. Das finde ich sehr beeindruckend und Hut ab dafür. Mir haben aber auch die Sets total gut gefallen, also diese Fremdmaterial, der Einsatz von Fremdmaterial mit dem Geodreieck, mit der Schere, mit den Post-its. Und insgesamt ist die Geschichte einfach, die ist rund, die funktioniert für mich als abgeschlossene Geschichte richtig gut. Und was ich auch noch sagen muss, dass der Film, der funktioniert halt auch über das Medium des Lego-Films noch darüber hinaus. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Film auch auf einem Animationsfilmfestival laufen könnte und der würde gar nicht auffallen, als jetzt irgendwie, der ist mit Lego gemacht, weil der eben total eklektizistisch aufgebaut ist mit diesen unterschiedlichen Größen der Figuren und also wirklich total, total gut gemacht. Gut, ich kann wirklich nur ergänzen jetzt zu den Kommentaren. Was mir jetzt noch aufgefallen, also mich hat es besonders betroffen, auch weil meine Frau ist aus Paraguay, auch keine österreichische oder deutschsprachige Kultur, und ich bekomme diesen Culture Clash halt doch regelmäßig mit und halt oft auch mit Behörden. Also mich hat das jetzt wirklich sehr persönlich auch erinnert an eigene Erfahrungen. Und insgesamt finde ich einfach diesen die Erzählung, wie diese Kulturen aufeinandertreffen und das unterstützt durch unterschiedliche Stilmittel, eben wie du schon erwähnt hast, da sind einfach Fremdmaterialien drinnen, da sind einfach Post-its drinnen und so weiter. Irgendwie all das erzählt diese Geschichte von, da treffen zwei Kulturen aufeinander, da gibt es einfach Reibungen, aber irgendwie funktioniert es dann trotzdem am Schluss. Und das fand ich ein schönes Ende. Und ja, also insgesamt hat mich dieser ganze Film auch durch die Dynamik, durch die Kamerafahrten, durch das Leben, das die ganze Zeit da ist, und durch die Imperfektionen, wenn man so möchte, lebt das Ganze extrem und zieht einen wirklich hinein. Also wirklich großes Lob an die Macher. Ja, danke. Ja, ich würde sagen, wenn du sagst, da treffen Kulturen aufeinander, ich finde es eigentlich ganz klar, dass es da um Diskriminierung und Rassismus geht. Da finde ich fast das Kulturen aufeinandertreffen fast zu beschönigen. Genau, aber das wollte ich nur hinzufügen. Danke. Dass ich mich mit Diskriminierung und Rassismus eben auch auseinandersetzt. Toll, danke. Für unseren nächsten Film muss man vielleicht dazu sagen, diese Filmreihenfolge ist eigentlich rein zufällig gewählt. Jetzt haben wir aber interessanterweise auf neunter Stelle den Film Close Encounters of the Ninth Kind. For you, it's for some reason the ninth place. Ich spreche jetzt Englisch, denn hier handelt es sich um eine Kooperation der Bricks in Motion Gang. Bricks in Motion ist tatsächlich die englischsprachige Community und hier haben sich wirklich ganz viele Filmer aus der UK, aus Irland und aus den USA zusammengetan, um diesen Film ins Leben zu rufen. Und so viel kann ich verraten, auch der Film hat mit der Nummer 9 zu tun. Film ab. Ja, das waren die Close Encounters. Vielleicht nochmal anzumerken, dass dieses internationale Team heute wirklich persönlich anwesend ist. Die haben den weiten Weg aus den USA und Großbritannien und Irland auf sich genommen. Okay, soll ich es jetzt auf Englisch oder? Auf Englisch wäre es natürlich nett, wenn es dir keinen Unbehagen bereitet. I really liked your film, guys. It was really, and I think it's really crazy that you guys are here for the festival. Top. So as I understand you, it's a collaborative production, so everyone did their own animation and then you put it all together in the end, okay. Ich fand das war ein sehr sauberer Film. It was a really clean movie, like a clean animation, really fluent animation. And I really liked the sets. Ich fand die Sets total toll. Mir hat gefallen, dass man am Ende, also diese Wolken am Ende, die waren so auf einem transparenten Legostein. The clouds in the end, they were on this transparent Lego brick. I don't know, I liked the way that you could see the transparent brick
so that you that I was able to see it's a construction, so it's not fake, it's part of the scenery. Dass man die Gemachtheit des Sets sozusagen da erkennen konnte, das fand ich total cool. But I must confess, I didn't get the nine. I didn't get it. the why nine? I maybe you guys have to tell me later. I have a few. Yes, this film had me on two sides. I think it's absolutely amazingly creative in the different scenes. It makes sense now that I know that different people made scenes and then it was put together. I loved the sound design. I really liked all the sets. Also like when the aliens fly away again, like you said, the steam coming out of on the bottom. Yeah, it was really great. My interpretation is that you took the encounters of the third kind and just made it ninth kind and put it at absurdum. Therefore, yeah. And the other side is that it was really interesting to me that a collective that can imagine so many funny things can only imagine one female character in the whole movie, although there were very many characters. And the female character got the scene with the flowers, which I think is also very stereotypical. And I don't know if you have saw it before. It's already the third moment in the movies we saw so far where a female character has something to do with flowers. I want to point that out. Maybe we can think further from now on. And yeah, I want to inspire to also think out of the box when it comes to gender diversity. Also I can only add on what the guys said before, and ladies. So what I really liked as well is the lighting that you did. So you really played with the bright side of the light, but then also the shadows, like right from the start. I enjoyed that very much. The dynamics were also really nice, the animations. My interpretation of the story was that if it was maybe just missing one last line for the aliens to invade, but luckily someone could fix it very easily. But that's just my personal interpretation. And yeah, I enjoyed it very much. Very, very nice humor, very fun. Thanks a lot. Wir sind inzwischen bei Film Nummer 10 angekommen, also schon bei den letzten drei Filmen. Film Nummer 10 trägt der Titel Die Rentner Gang und ist von Böttcher Productions, ebenfalls aus Hamburg. Da hatten wir schon wen heute. Böttcher Productions ist ein richtiges Brickfilm-Original, denn er ist schon wirklich seit der ersten Steinerei mit dabei. Ironischerweise hat er einen Brickfilm mit dem Titel Rentner Gang dann gemacht, aber diese Rentner Gang ist alles andere als faul und aktiv. Die planen und schmieden nämlich schon ihr nächstes Abenteuer. Das sehen wir jetzt. Film ab. Oh, dann bitte wieder die Jury aufs Podium. Ich glaube, jetzt beginnt man wieder mit dir, Axel. Genau. Ja, total witzig. ich habe im ersten Moment, war ich mir nicht sicher, ob ich jetzt das Thema ansprechen soll bezüglich, also der Humor ist vielleicht ein bisschen Teenager-Humor, sagen wir so. Ich könnte mir vorstellen, so einen Film vielleicht selbst in meinen Teenager-Jahren gemacht zu haben. Und dann muss man vielleicht ein bisschen, jetzt muss ich auch mal ein bisschen Kritik üben, ja, dass man so ein bisschen, es wirkt ein bisschen wie nach unten schlagen, ja, wenn man sich über Pensionisten lustig macht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist wirklich sehr unschuldig gestaltet und insgesamt ist es eine stimmige Geschichte. Aber vielleicht muss man ein bisschen aufpassen, aber wahrscheinlich hast du noch mehr dazu gesagt. Ich kann mich da nicht anschließen. Ich finde eigentlich, dass es ein sehr gutes Beispiel ist, ich finde es total super, dass es so einen derben Faktor hat. Ich finde eben, dass das eigentlich sehr erwachsen macht. Ich finde es einfach cool, eine Geschichte von auch älteren Menschen zu erzählen. Also ich kann zumindest nicht sehen, inwiefern sich irgendwie über sie lustig gemacht wird. Ich finde, das ist einfach so ein
finde, das kann jetzt auch im anders passieren, dass man so zuhört und das Gefühl hat, oh je, der stirbt und dann geht es um die Katze. Das finde ich irgendwie auch total gut. Und ich finde es auch ein gutes Beispiel, weil es ja auch mit so Klischees spielt. Also die einzige Frau in der Geschichte ist ja, hat dann diese Taschen. Und ich finde das ein gutes Beispiel, wie man sowas durch einen Bruch dann, dass die da einfach hinpinkelt, eben total gut anders erzählen kann. Also dass man schon mit Klischees arbeiten kann und mit Dingen, die man schon kennt und das vielleicht durch einen gewissen derben Faktor dann einfach, was ja dann irgendwie die auch rettet, weil ja dann der Security auch ausrutscht daraus. Also ich finde, da ist wirklich total, ich finde auch, dass er die flüssigsten Dialoge hat. Ich finde, die SynchronsprecherInnen kommen mir am geübtesten oder professionellsten vor. Auch dieser Sprung so in die Vergangenheit von dem einen finde ich irgendwie witzig. Genau. Und habe ich noch was? Ja, und ich finde, dass es eine sehr echte Welt etabliert. Ich finde, das ist, es hat keine Elemente, die irgendwie nicht so auch in einem Film mit echten Menschen stattfinden könnte. Genau, ich glaube, das war's. Ja, mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Ich fand, es war ein sehr geckiger Film. Ich habe auch gemerkt, dass, glaube ich, bei keinem Film so viel gelacht wurde wie bei diesem Film jetzt. Das heißt, alle fanden ihn witzig. Ich fand ihn auch witzig. Und also, ja, es ist einfach, also so stelle ich mir das vor, in Würde zu altern und vielleicht noch mal eine Bank zu knacken. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Ich finde das irgendwie... ja, also das ist eine witzige Geschichte. Und da sieht man halt, dass es mit der Geschichte eigentlich, du kannst mit der Geschichte, mit einer guten Geschichte einfach einen guten Film machen. Wobei der Film jetzt nicht, also er hat jetzt nicht die beste und die flüssigste Animation. Er war, obwohl die Dialoge alle richtig, also würde ich mich auch anschließen, die wirken sehr echt. Aber das war jetzt ein Film, wo man gesehen hat, ah, okay, da wurde jetzt nur der Mund digital so ein bisschen animiert und es wurde sehr wenig mit Gestik und so gemacht. Und ich finde, da könnte er mehr machen. Das wäre noch für die Figuren, dann würden die wahrscheinlich noch ein bisschen greifbarer werden und noch, vielleicht sogar die Gags noch ein bisschen mehr sitzen. Also dass das letztendlich verschenktes Potenzial für einen eigentlich richtig guten Film. Danke dafür. Ich würde mich jetzt vielleicht auf einer Watchlist behalten. Falls du selbst Rentner wirst, kommen wir zu Film Nummer 11. Das ist Redemption von Gede Ritter. Ich hoffe, Gede Ritter ist noch nicht eingeschlafen. Ich habe gehört, der hat einen Nachtbus genommen. Sitzt noch da. Okay. Gede Ritter ist vor allem bekannt für sehr actiongeladene Filme mit viel Bewegung. So auch in diesem Film, wo sich ein Geschwisterpaar nach längerer Zeit mal wieder sieht. Das Geschwisterpaar hat eine vielleicht dunkle Vergangenheit, die sie vielleicht noch miteinander aufarbeiten müssen. Wie das abläuft, sehen wir jetzt. Viel Spaß und Film ab. Das war Film Nummer 12. Bitte um ein Film Nummer 11. Bologna darf gerne anfangen. Film Nummer 11, nicht Film Nummer 12. Ja, das war mein Film mit der Lieblingskameraführung. Ich finde total spannend, was da alles passiert, wie sich die Kamera um die Characters dreht, andere Perspektiven einnimmt, wie mit dem Licht gespielt wird. Hat mir sehr gut gefallen. Es geht um eine tragische Geschwistergeschichte irgendwie. Ich finde es auch schön, dass die Characters irgendwie nicht so schwarz-weiß, so gut böse, mit Zweifeln zwischendurch. Ist sie doch da, um ihn zu überlisten und zurückzuholen, irgendwie offenbar für eine kriminell-mafiaartige Familie. Ich finde die Überblendung ihrer Erinnerung, wie sie in den Keller geht, also ich finde das voll mit sehr spannenden Stilmitteln. Genau, und ich mochte auch total gern, dass es da regnet und die düstere Stimmung, ja, der Film hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich fand ihn auch super. Was mir aufgefallen ist, ist die starke Nutzung der amerikanischen, wie ist das, des Ausschnitts, also nur bis hierher. Danke. Einstellungslos. Was natürlich dann sehr viel
sehr viel Freiheit schafft, in ein bisschen nur die Körperhaltung zu ändern und Animationen vielleicht nicht so detailliert machen zu müssen, aber trotzdem Emotionen zu übertragen. Also das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Insgesamt auch mir hat die Geschichte gut gefallen, es zieht einen schön hinein. Die Filmmusik, die Effekte passen sehr gut, sehr stimmig, der Regen dann zum Schluss. Eine kleine Kritik dann schon wirklich auf hohem Niveau. Es ist ja sehr viel mit Licht auch gearbeitet worden, was ich prinzipiell sehr gut fand. Es ist dann aber doch öfter passiert, dass bei Close-Ups dann sehr viele Reflexionen in den Gesichtern waren, die dann ein bisschen ablenken von den eigentlich sehr schönen umgesetzten Mimiken und so weiter. Also da könnte man vielleicht das nächste Mal ein bisschen mehr, das Licht ein bisschen drauf oder ein bisschen runter, dass eben nicht so ein starker Streifen im Gesicht ist. Oder vielleicht einfach mattieren, aufrauen ein wenig die Figuren, wäre jetzt ein kleiner Tipp. Also ich kenne das mit den Reflexionen, also es ist halt Plastik, ne? Da kann man nicht viel machen. Und vor allem, wenn man so virtuos wie jetzt hier in diesem Film mit der Kamera spielt und dann, ich weiß gar nicht, wie du das gemacht hast, also musst du mir nachher mal genauer erklären, weil ich das wirklich beeindruckend fand, wie begleitend sozusagen diese Kamera war und wie atmosphärisch du das hinbekommen hast, das alles zu inszenieren mit Licht und Schatten. Also ich bin ja auch voll der große Film-Noir-Fan und ich finde, das ist einfach ein total gutes Beispiel, dass man eben auch einen Lego-Film machen kann, der Licht und Schatten erzählt und wie anders das auch wirkt, wenn man eben einfach das Setting ein bisschen anders ausleuchtet und weniger ausleuchtet, nur punktueller ausleuchtet, finde ich richtig gut gemacht in diesem Fall. Und also überhaupt total tolle Atmosphäre in dem Film, dass es draußen regnet, das ist ja auch so ein Film-Noir-Klischee. Das würde mich auch interessieren, wie du das gemacht hast, also wahrscheinlich mit Glycerin oder so würde ich es vermuten. Auf jeden Fall hat mir das alles sehr gut gefallen. Ja, dann danke für die tollen Worte. Sorry, ich habe gerade eine Lüge erzählt vorher. Das war natürlich Film Nummer 11 und jetzt kommen wir zu Film Nummer 12. Film Nummer 12 trägt den Titel Louis und Lucky und wir haben heute schon ganz viele Möglichkeiten gesehen, wie das Thema Verbundenheit in Filmen untergebracht wird. Und Balrog-Brickfilm bringt das jetzt auf die tierische Ebene. Balrog ist dieses Jahr das erste Mal dabei, er ist aus Schellklingen. Und manche von euch kennen das vielleicht, wenn man einen Hund hat, dann bildet sich relativ schnell eine sehr innige Beziehung zwischen Mensch und Tier. Und wie so ein Leben gemeinsam ausschauen kann, das sehen wir jetzt. Film ab. Achso, dann bitte wieder die Jury auf die Bühne. Aber wir beginnen wieder bei Cornelius. Ja, da hatte ich schon fast ein bisschen Tränen in den Augen. So. Also, ich fand es echt eine total berührende Geschichte, die da erzählt wurde. Und es ist echt Wahnsinn, dass man das so mit Kinderspielzeug machen kann. Also gut ab, das funktioniert für mich. Vor allen Dingen, wenn es ein Erstlingswerk ist, weiß ich es nicht. Aber auf jeden Fall das erste Mal bei der Steinerei dabei. Respekt. Genau, dass es jetzt keine Geräusche in dem Film gibt, fand ich gar nicht so störend. Weil die Musik das ja dann letztendlich getragen hat. Also dass man mit so simplen Mitteln eben so eine Geschichte über Freundschaft so schön erzählen kann, finde ich total respektabel. Über die Wahl der Musik kann man natürlich streiten, aber in diesem Kontext funktioniert es super und es hat ja die Emotion wachgerüttelt bei mir, die da intendiert ist, also für mich ein wirklich gelungener Film. Ja, der Film bedient sich ja eigentlich drei unterschiedlicher Stilmittel. Am Anfang der Schwarz-Weiß-Stummfilm. Der Mittelpart ist ja eigentlich eine riesige Montage, wie man das ja nennt, wenn eigentlich so im Zeitraffer eine Geschichte erzählt wird, die in kurzer Zeit einen langen Zeitrahmen widerspiegelt und am Schluss dann eigentlich ins Langsame geht oder in die... Es war auch noch ein bisschen eine Montage, aber da gibt es diese Slow-Mo-Momente, wo auch der Hund so springt. Ich finde auch eben den Moment mit dem Sterben total interessant, positiv auch und lustig auch, wie sie da gemeinsam so Unfug treiben und dass der halt einfach als Geist auch das Ketchup irgendwie auf den Boden verteilen kann.
Und ja, ich stimme auch zu. Es ist eine wirklich berührende Geschichte. Mir hat die Musik eigentlich sehr gut gefallen. Ich finde, sie war gut eingesetzt irgendwie. Es hat mich dazu animiert, irgendwie mitzuwirken. Und stimmt, es kommen nämlich sonst keine Geräusche vor. Ja. Genau, ich glaube, das war's. Waren das Blumen wieder? Ich weiß nicht. Ja, das waren Hot Dogs. ja, nein, ich finde, der Film ist einer der Filme, die am besten wirklich das Thema treffen, Verbundenheit über den Tod hinaus und ja, eben eine wunderschöne Freundschaft zwischen einem Jungen und einem Tier. Ich fand den Film erfrischend punky, Musik genauso. Ich hatte kurze Flashbacks zurück zu Beastie Boys und Sabotage. Ja, also für mich hat es sehr gut funktioniert. Und man sieht natürlich, dass es, sagen wir mal, du hast vorhin gesagt, Erstlingswerk oder sagen wir mal, frühe Arbeiten eines Künstlers sind. Ich sage dranbleiben und weitermachen. Und ich will mehr davon. So traurig wie es ist, wir erreichen jetzt den letzten unserer Top 13, den letzten Film in der Top 13, mit dem Namen 01001 und so weiter. Das ist natürlich ein Binärcode und steht eigentlich für Data. Ja, das Ganze würde ich hier jetzt nicht vorlesen. Ist eine Kooperation von Chaos Falter. Hier haben wir tatsächlich wieder eine Community-Kollaboration, denn diese Filme haben sich auch wieder verbunden, sind vier verschiedene Teams oder Personen, die hier eine Brick Social Media Welt in Szene setzen. Wir freuen uns darauf und filmen ab. Okay, einmal zappen durch TikTok und die ganzen Social Media Kanäle und ein bisschen hinterfragen, wo unsere Menschlichkeit bleibt. Das ist es für mich. Ja. Ich finde es super gemacht. Ja. Man sieht offensichtlich ein großes Team, einige Stimmen dabei. Also es ist nicht nur sind nicht nur die Gedanken einer Person, sondern da haben wirklich einige zusammengearbeitet. Und ja, mir hat es sehr gut gefallen. Sehr erfrischend anders, sage ich dazu. Ja, ich konnte mit dem Film nicht so viel anfangen. Bin mir nicht sicher, was er erzählen möchte. Also er bedient sich ja an dieser Geschichte aus der sozusagen richtigen Welt mit dem Drachenlord. Reproduziert das aber eher oder gibt es halt wieder irgendwie, wie es war. Ja, bin mir nicht ganz so sicher. Ich finde auch wieder für die Anzahl der Characters die Frauenquote recht niedrig. Genau, aber die Kuh am Schluss hat mir sehr gut gefallen und das fand ich dann doch noch sehr witzig, dass die dann auf einmal noch so gegrast hat und wie sie sich so hingesetzt hat. Genau. Ja, der Film, muss ich auch ehrlich sagen, hat noch einige Fragezeichen mir hervorgerufen. Also es ist ein Film über Social Media und es ist so wahr, also er wirkt wahllos, so wie das Scrollen durch, das ist wohl beabsichtigt, dass es so wahllos wirkt, aber ich fand trotzdem, davon abgesehen, hat er dann doch einige Qualitäten, also insbesondere dieser Breakdance, den wir da sehen, der ist mega krass geil, also Respekt. und ich fand auch dieses Streamer-Setting und die, also man hat es ja alles wiedererkannt, wer da jetzt gemeint ist und so, das funktioniert. Ja, aber wie gesagt, also mir fehlte so dann doch der übergeordnete rote Faden, um es irgendwie richtig einzuordnen. Aber trotzdem, ein toller Film, insbesondere dieser Breakdance, dann müsst ihr mir mal nachher erklären, wie ihr den gemacht habt. Habt ihr das, also habt ihr mit Referenzen Dingen gemacht oder habt ihr den, also... Der ist komplett improvisiert. Der ist komplett, okay, Respekt. Freestyle. Ja, super. Danke für den letzten schönen Kommentar. Da werden wir nachziehen. Ja. Genau, bei uns geht es ziemlich spannend weiter, denn jetzt seid ihr gefragt, wertes Publikum. Ihr habt ja alle eure Stimmzettel bekommen. Dementsprechend bitten wir euch jetzt, für den Film abzustimmen, der euch am besten gefallen hat an diesem heutigen Tag. Und auch bitte wirklich nur einen ankreuzen, damit es gültig ist. Das entscheidet ja dann mit dem Film des Festivals.
Bei uns geht es aber auch danach spannend wieder weiter. Das heißt, sobald kommt jetzt 5 Minuten oder so für die Abstimmung, nochmal 5 Minuten Pause. Vielleicht muss jemand auf die Toilette oder möchte sich gerne kaufen, wer weiß. Freuen wir uns auf jeden Fall, danach wieder hierher zu kommen. Und dann gibt es auch noch eine Verlosung für euch sowie die Preisverleihung.